Hallo da draußen, meine lieben Sonntagseier. Ist mir gar nichts Besseres eingefallen, warum auch nicht. Schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Jagt mich. Ihr seht im Hintergrund einen wunderbaren BMW. Das ist ein M6 und zwar ist es einer aus dem Modpack, das ich installiert habe, von knapp über 100 Fahrzeugen für meine GTA 5 Real-Life-Version. Die werde ich übrigens heute auch im Stream wieder spielen und weiter modden, aus dem einfachen Grund, weil ich viele, viele Sachen noch gefunden habe, die ich einbauen möchte. Und wer da Bock drauf hat, schaut mal vorbei. Ich sollte jetzt sogar gerade live streamen hier auf YouTube. Ansonsten, dieses Fahrzeug ist aus einem riesengroßen Modpack und ihr seht auch, die Felgen sind der Hammer, das Skin ist der Hammer, das Heck, das Fahrzeug hat auch richtig, richtig Power und ich werde mal, wenn ihr wollt, schreibt es mal ein bisschen in die Kommentare, auch viele dieser Fahrzeuge aus diesem Modpack vom Real-Life-Mod in Jagd mich eben verwenden, aus dem einfachen Grund, damit wir die ganzen Karten besser kennenlernen, weil, wie gesagt, 100 Fahrzeuge in diesem Modpack, da wird man mit der Zeit auch, man wird viele Fahrzeuge nicht mal sehen, aber nicht unbedingt, ach guck mal, hier sind die Texturen auch wieder im Arsch, das passiert leider manchmal, aber ich muss ja auch nicht von innen fahren. Ja, da werden wir viele dieser Autos fahren können und dieses Fahrzeug wollte ich euch einfach mal zeigen. Ihr seht auch, ich habe einen Blinker am Laufen, was ich jetzt nicht habe, ist der Speedometer zum Beispiel unten rechts. Könnt ihr mir auch mal sagen, ob ich den wieder einbauen soll, ob ihr den auch bei diesen Real-Life-Folgen haben möchtet. Ansonsten habe ich hier nochmal in dieser Installation Visual V installiert. Hallo, könnt ihr mal bitte die Tür auf, hallo, die Schrank, Tür sage ich schon, Schrank aufmachen, ist da drüben offen? Ja, kommt. Ach nee, komm mal, kommt da. Hä? Was macht denn der jetzt da? Weißt du was? Oh shit, ich habe keine Waffen. Real-Life-Installation. Na gut, dann verprügeln wir ihn einfach. Hallo. Drop deine Waffe, sag mal. Drop deine Waffe. Ja, der droppt eine Waffe. Bitte, bitte, gib mir eine Waffe, damit ich ein bisschen abknallen kann. Yes, yes, ich habe eine Waffe, Leute. Alles klar. Wir haben uns erst einen Stern, was auch sehr gut ist. Und wir haben eine Waffe. So muss es sein. Auf geht's. 12 Schuss habe ich. Ist ja auch nützlich. Ich habe 12 Schuss. So, dann cruisen wir mal. Oh, runter. Ihr seht selbst auch die Fahrzeuge hier um mich rum. Was fährt denn da vor mir? Ist das ein Tesla? Nee, ne? Oder doch? Was ist das für ein Fahrzeug? Schreibt es in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Wow, wow, wow. Okay, wir sollten mal ein bisschen Gas geben, weil die Cops kommen. Gib Stoff, Ralf, gib Stoff. Hallo, guten Tag. Nein, nein. Einfach mal nein, nein sagen, weiterfahren. So, wir müssen hier drüben. Ah, das sieht nach den Gangstern aus hier. Eiskalt mal drüber fahren. Oh, meine... Wow! Cops. Mein Auto sieht schon leicht scheiße aus. Habe ich schon 2 Sterne? Ja, ich habe die Leute überfahren, schon habe ich 2 Sterne. Super. Ansonsten mal wieder... Vielen herzlichen Dank für den ganzen Support, Leute. Freut mich auch riesig. Heute haben meine Videos wieder einen ordentlichen Boost bekommen. Sie werden fleißig geschaut und ich bedanke mich für alle Leute, die mich dabei supporten, die den anderen Freunden ihrer Schule zum Beispiel sagen, hey, da gibt es einen YouTuber, das Dreifinger, Peter macht GTA-Videos. Schaut doch mal vorbei in den Livestreams der Support. Ein herzliches Dankeschön nochmal an Luca Berghau und natürlich auch an den guten Luxne. Die, die Livestreams gucken, wissen auch ganz genau warum. Ups, und hier rechts rum. Oh, leck Motor. Nein, Motorrad können wir eigentlich... Oh, entschuldige bitte. Warte mal, kann ich den... Ich hab doch eine Pistole. Boah, leck. Rechte Arschbacke. Oh, ich habe jetzt hab ich die linke Arschbacke getroffen. Nochmal. Alter, ich aim so schlecht. Oh, das war die rechte Arschbacke. Ah, jetzt habe ich mit meiner Waffe aufs Auto geschlagen. Hast du Geld gedroppt? Hast du Geld... Guck mal, der hat so... Hat der denn... Oh, jetzt blutet er auch noch. Hat denn der... Der hatte gerade so komische... Sind die Kopf schon da? Nee, ne? Okay. Jetzt weg. Der hat so Schweißflecken unter den Armen gehabt. Habt ihr es gesehen? So, auf Wiedersehen. Wir müssen weiterfahren. War schön mit euch. Suspect ist in a car. Wer hätte das gedacht? Au, au, au. Quasi da vorne. Ja, gut. Manchmal mit diesen Sprüngen tue ich mir echt ein bisschen hart. So, wo fahren wir denn jetzt lang? Ich würde sagen, wir fahren einfach durch den Gegenverkehr. Da kann ich die Cops so wie es aussieht abhängen. Sehr gut. Sehr gut. So, oh, Bremsende. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Typ da vorne hat zu viel gesehen, Leute. Wir können keine Zeugen brauchen. What the fuck? Wer schießt auf mich? Weg hier. Tschüss. Ah, die Cops sind schon wieder da. Ach Mann, ey. Hast du, willst du gerade ganz cool jemanden umbringen und dann kommen gleich die Cops. Ach guck mal, der lebt noch. Arsch. Du darfst nicht leben. Ah, ah, jetzt hängt er mit seinem Bein einmal in meinen Reifen fest. Nein, stop the car machen wir nicht. Wir bleiben natürlich nicht stehen, ihr Vollidioten. Oh, cool. Bei Chaps wollte ich schon lange nicht mehr essen.
Da sollten wir wieder hingehen. No parking. Oh, oh. Habe ich mich jetzt hier verfahren? Hallo, Cops. Komm mal rein, genau. Genau, alles. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt ist zu viel los hier. Warum kommen denn da so viele... Oh! Hallo? Warum kommen denn da so viele Zivilautos rein? Warum sind die nicht alle reingefahren, sag mal? So, tschüss. Wenn ich Glück habe, stecken die sowieso alle da drin fest. Oh, cool. Hallo. Yes. Alle drei auf einmal. Perfekt gemacht. Aber ich kriege irgendwie keinen dritten Stern, Leute. Seht ihr das? Ah, meine Karre hat auch schon ein bisschen was von... Weiß ich nicht. Mordwaffe. Achtung, Motorrad. Ach komm, der ist nicht mal geflogen. Nochmal Motorrad und... Yes. Der hat schon ein bisschen besser erwischt. Oh, Achtung. Achtung, hallo. Stopp, stopp. Ja, ich bin heute ein bisschen im Randalier. Liegt aber nur daran, dass ich keine Sterne mehr kriege. Da muss ich mir fast, die Waffen wieder hier reinballern in mein, mit meinem Mod. Wisst ihr, was mich auch gerade irritiert? Ah ne, doch, die Texturen sind nur noch scheiße. Ich dachte hier irgendwas, sie hätten sich wieder gefixt. Weil von hier sieht es ja ganz gut aus mit den Texturen, ne? So, ich würde sagen, wir warten mal wieder ein bisschen, bis Tag ist. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt in der Nacht rumzufahren. Ich werde mein Auto mal fixen und wir besorgen uns eine Waffe. Wuhu, meine lieben Freunde. Gleich, schon habe ich mich verschluckt. Die Sonne geht auf über Los Santos. Autos wieder repariert. Sonne ist da, schönes Wetter, schöne Farben. Ich hatte gestern übrigens auch noch versucht, EMB und Reshades zu installieren, aber mit dem EMB, den ich installiert habe, haben irgendwie bei Nacht die ganzen Lichter, haben durch die Gebäude durchgeschaut und ich hatte keine Ahnung warum. Und bei Reshade hatte ich dann gestern Nacht, das war irgendwie 2:30 Uhr nachts, also keinen Bock mehr, mich weiter damit zu beschäftigen. Heute im Livestream werden wir ganz viele neue Jobs mit dazu installieren, wie zum Beispiel einen Abschleppwagen oder eben auch die Transport Missions, die ich schon mal gespielt habe, wo ich auch eine Mod-Vorstellung drüber gemacht habe. Werden wir alles mit in dieses, in die GTA-Version mit reinballern, aus dem einfachen Grund, damit wir auch realistischere Jobs haben. Und ich werde auch Sachen mit reinpacken, wie dass ich Drogen verkaufen kann, dass ich Leute überfallen kann, dass ich geklaute Autos bei einem Händler verkaufen kann. Also wir werden mit Sicherheit auch noch die... Wir bekommen auf jeden Fall die Chance, illegale Sachen zu machen. Aber außergewöhnliche illegale Sachen. Und da bin ich aber sehr gespannt, wie ich das euch gefällt. Und wir machen also auf jeden Fall nochmal einen zweiten Installationsstream, der jetzt wahrscheinlich gerade auch live ist auf YouTube. Und falls ihr also Fragen habt, wie man Mods installiert, Fahrzeuge, whatever, oder wenn ihr irgendwas hier seht und sagt, Mensch, Ralf, wie hast du das denn gemacht? Schaut im Stream vorbei, schreibt es mir in den Chat und ich werde es euch dann beantworten. Oh no! Wow, das ging schnell. Alter Schwede. Mein Reifen RIP. Okay, dann wird wieder hier mal der Eierwerfer rausgeholt. Oh, das sind auch schon Eier. Oh, oh, show, das war dumm. Alter Schwede, RIP. Okay, das ging schnell. Aber guck mal, wie viel Blut ich da am Körper habe. Einfach mal so als kleines Feature nebenbei, habe ich mal alle Sedans, die ich hier reingemoddet habe, hier mal gespawnt. Zieht euch mal diese Karre an. Zieht euch mal diese Karre an. Ja, da bin ich mir sehr gespannt. Zieht euch mal diese Karre an. Ich hatte mal einfach Bock hier gerade am Flughafen dieses Spawn, weil ich gerade ein paar Fahrzeuge gesucht habe. Und wollte euch einfach mal zeigen, was da alles in diesem Mod drin steckt. Und ich sage euch, dieser Relive-Mod hat richtig viele Karren. Wenn ihr irgendwas gesehen habt, wo ihr sagt, Mensch, Ralf, fahr doch mal diese Karre. Ja, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, also wenn ihr irgendein Modell erkennt, wo ihr sagt, hey, cool, das finde ich nice. Wie zum Beispiel dieses verschneite Pissmobil. Keine Ahnung, was das hier ist. Aber, ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare, würde mich freuen. Und das sind, wie gesagt, nur die Sedan-Modelle. Ach ja, und hier fehlt ein Audi. Da stand noch einer daneben. Aber manchmal die spawnen die Fahrzeuge. Ja, guck mal, es gibt sogar ein VW. Wie geil ist das denn? Ein Leichenwagen. Ja, ich sehe uns schon mit dem Leichenwagen fahren, natürlich. Oder mit dieser Nimo hier, Rolls-Nimo. Wie gesagt, das ist nur eine kleine Auswahl. Und ihr seht auch, dass die Fahrzeuge leider despawnen. Aber hammerhart. So, weiter mit dem BMW. 4 Sterne, Leute, in schwarz, das Ganze vom FIB-Gebäude. Wir leben gerne gefährlich. Das Fahrzeug sieht einfach so nice aus vom Model. Und ich glaube sogar, dass ich am Anfang gesagt habe, es ist ein M6. Kann mich auch täuschen, dass ich das am Anfang falsch gesagt habe. Es ist ein M5. Liegt daran, dass ich dieses kleine, wie soll ich sagen, diesen, was ist das, ein Sticker, Aufkleber an Buchstaben, leider falsch gelesen habe, weil ich eine weiße Lackierung hatte. Hallo, tschüss. Hua! Nice. Und nice Airtime auf jeden Fall. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass wir unsere Reifen nicht verlieren. Das hat mir gerade schon den Rest gegeben. Wir fahren ein bisschen mit dem Auto Offroad. Ein BMW kann alles. Achtung. Und der kann wirklich alles. Sieht ihr? So nice. Wir müssen ein bisschen mehr über Stock und Stein fahren. Ganz klar, um zu testen, wie das Fahrzeug sich denn so verhält.
ordentlicher, das war ein ordentlicher, was war es denn? Ein 540, glaube ich. Kein 720, oder? Das waren anderthalb Umdrehungen. So, oh, da sind schon wieder die Cops. Überall, oh, die haben Tür überfahren, ihr Schweine! Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Umdrehen und auf Wiedersehen. Au! Lass mich bloß in Ruhe. Achtung! Ich hab dich gewarnt. Immer diese blöden Kopf so. Ah! Alter Schwede, das war knapp. Mein Auto hat auch schon ordentlich abbekommen. Also 4 Sterne ist hier in dem Real Life Mod kein Zuckerschlecken essen machen. Keine Schokolade essen. Keinen Kuchen abschlecken. Ich habe keine Ahnung. Kein Lollipop essen. Auf jeden Fall. Oh! Habt ihr jetzt. Habt ihr in der Luft gerade meinen Reifen weggeschossen? Das glaube ich doch nicht, oder? Oh, was ist das für eine steile Straße? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Nice. Alter, diese, seht ihr die Einschusslöcher in dem Auto? Alter Schwede. Ist schon, alter, diese Einschusslöcher. Warte mal, hatte ich die vorher auch schon? Achtung, Achtung, oh! Alter, voll in die Einfahrt gefahren hier. Die Penner, ey. Achtung! Ah, Mann, ey. Den wollte ich jetzt gar nicht überfahren. Das liegt an den Cops. Okay, nichts mehr lenken. Lenken ist im Arsch. Aber wir sind in der Stadt angekommen. Das ist für mich ein Vorteil. Ist schon wieder dunkel geworden. Wie schnell ging das denn? Der Tag war innerhalb von 2 Minuten rum. Oh, ah, ah, ah. Ich kann nur noch gerade ausfahren. Das ist... Ah, guck mal, die Feuerwehr. Hallo. Oh, no. Nein, oh, no, 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 no. Alles klar. The final countdown. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt bloß hier, Penner. Ah, Gott, die Cops. Okay, mein BMW ist im Arsch. Nein, den können wir nicht nehmen. Warte mal, ich baue eine andere Karre. Können die Cops nicht mit irgendwas vorbeikommen, was ich auch wirklich brauchen kann? Oh, shit, Mann. Hört auf mich zu schießen. Ich bin Staatsbürger von Los Santos. Runter hier rein, schnell. Okay, der Zug, der Zug, der Zug. Vielleicht ist meine Rettung. Meine Rettung, meine Rettung, meine Rettung. Oh, no! Nein! Ich bin in den Zug geschoben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten eine gute Zeit. Peace out.